ja, genau, Hedgefonds Henning wurde mir eingereicht. Kennt ihr Hedgefonds Henning? Das ist ein relativ bekannter Instagram-Account, der jetzt auch einen YouTube-Kanal hat. Sollen wir uns das mal anschauen? Welches Video wollen wir uns angucken? Die Geschichte von Rolex ist die 1. Marketing, sein Vater ist die 2. Die Wahrheit über Geld ist die 3. Okay, sick. Also seine Videos sind auf jeden Fall sehr interessant. Wer gewinnt? Die Wahrheit über Geld. 44%. Na gut, Ade, die Wahrheit über Geld. Als Kind wolltest du vielleicht mal berühmter und reicher Fußballer werden oder Schauspieler oder Sänger oder, wenn du dem Kanal hier folgst, vielleicht auch Investmentbanker. Mit der Zeit ist dann dein Traum von Erfolg verblasst. Durch Schule, deine Eltern, Medien hat sich das Bild von Reichtum sogar ins Negative gewendet. Sprüche wie, dass DAX-Manager 100-mal so viel verdienen wie Putzkräfte, obwohl sie nicht 100-mal mehr arbeiten, bringen dich dann zur finalen Überzeugung, das System ist korrupt. Okay, wird auf jeden Fall gut mit Stock-Footage gearbeitet, aber... Warte mal, wie hieß das? Achso, die Wahrheit über Geld war nur der Thumbnail. Der Titel heißt eigentlich, warum dein 40-Stunden-Job nicht ausreicht, um reich zu werden. Ja, okay, gut, das ist auf jeden Fall eine provokante These. Aber was, wenn ich dir sage, dass das vielleicht alles nicht stimmt und du nach diesem Video verstehst, wie Wohlstand wirklich geschaffen wird? High-Performer Henning, obere 1%. Die meisten Leute denken, dass wenn sie Geld bekommen, es jemand anderem weggenommen wird. Quasi, dass es einen Kuchen gibt, von dem es nur eine festbestimmte Anzahl an Stücken gibt. Und das ist mit Ausnahme von NFT-Scams und anderen Formen von Anlagebetrug nicht der Fall. Und Wirecard. In Wahrheit wird der Kuchen immer größer. Das heißt, ich kann selbst mit einem kleineren Stück von einem großen Kuchen mehr haben, als mit einem großen Stück von einem kleinen Kuchen. Hier mal ein kurzes Beispiel dazu. Wenn ich in einen Laden gehe und mir ein neues Handy für 1000 Euro kaufe, BWL Justus, habe ich zwar direkt 1000 Euro weniger, aber dafür ein neues Handy. Das heißt, ich habe freiwillig die 1000 Euro gegen das Handy getauscht, weil für mich das Handy einen höheren Stellenwert hat als die 1000 Euro. In dem Beispiel haben wir beide gewonnen, weil wir beide einen höheren Wert haben als vorher. Das heißt eine Win-Win-Situation. Und können das Geld, beziehungsweise ich jetzt das Handy, für wertsteigerndere Tätigkeiten einsetzen und der Kuchen wird größer. Der Produzent kann zum Beispiel mit dem Geld leistungsstärkere Prozessoren entwickeln und ich kann mit dem Handy vielleicht besser arbeiten. Nachdem wir das geklärt haben, kommen wir nun zu eurer Denkweise bezüglich Geld verdienen. Die Denkweise ist bei den meisten sogar kontraproduktiv und schadet, wenn man enorm viel Geld verdienen will. Also, nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber das wurde mir so gesagt, weil viele Leute denken bei einem reichen Menschen an einen gierigen Mr. Burns oder einen raffsüchtigen Dagobert Duck. Merz, Friedrich Merz. Hollywood stellt uns schon als Kind reiche Menschen als kalt, gefühlslos und böse dar, wie zum Beispiel diese Studie zeigt, die mehrere Charaktere New Study, how Hollywood stereotypes the aus diversen Filmen analysiert hat. Oft das Bild eines arroganten Erben. Aber ist es wirklich so? Laut mehreren Studien Walter haben zwei Drittel der HNIs, also der High Net Worth Individuals. Ich find's immer ganz geil, wie er Dinge durcheinander wirft. Das ist so geil. Hier Karl S. als Jeff Bezos, genial. Leute mit einem privaten Nettovermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar, aka Hedge for Henning Follower, Geld selfmade verdient. Also was wissen diese Leute über Geld, was du nicht weißt? Okay, manche von ihnen. Die Antwort ist ganz, ganz einfach. Die meisten Menschen verdienen ausschließlich ihr Geld durch das Einkommen aus ihrem Job. Das heißt, sie tauschen Zeit gegen Geld. Daher folgt der Trugschluss, wenn ich länger arbeite, verdiene ich auch mehr Geld. Die Gleichung stimmt aber nur bedingt. Die Arbeitszeit ist begrenzt, deswegen musst du zusätzlich auch in Produktivkapital investieren. Sie hat ein natürliches Limit. Man kann irgendwann nicht mehr Stunden arbeiten. Daher kommt dann auch schnell der Gedanke auf, dass reiche Menschen unfair Geld verdienen, weil sie ja nicht mehr arbeiten. Ihr merkt schon, die Formel bringt uns nicht an unser Ziel. Die Konstante, die alles bestimmt, ist die Zeit. Zeit ist eine der wenigen Ressourcen, die endlich ist. Wir Menschen sind nur eine begrenzte Zeit auf der Erde und jeder Tag hat nur 24 Stunden. Wenn du jetzt einem normalen Job nachgehst und mit einem Einkommen Millionär werden willst, geht das nur mit A, extrem sparen und B, zusätzlich regelmäßigem Investieren. Ziemlich langweilig und das will wahrscheinlich keiner hier auf diesem Kanal. Nach Jahrzehnten kann es dann vielleicht sein, dass du Millionär bist, aber vermutlich bist du auch in Rente. Ja, krass. Jetzt kannst du das Geld auch nicht mehr ausgeben. Ja, und was natürlich dazu gehört, sind Gehaltssteigerungen, ne? Das auch nicht vergessen. Also, dass du, deine Arbeitszeit ist zwar begrenzt, aber dein Lohn pro Stunde nicht. Weil du wahrscheinlich die dritte Hüfte hast oder einen Rollator fährst. Das heißt, du hast eine enorme Menge deiner begrenzten Lebenszeit gegen eine sehr kleine Summe an Geld eingetauscht, was ein wirklich schlechter Deal ist, wenn man... This has been the worst trade in history of trade deals, maybe ever. Wenn man mich fragt.
Das heißt, es muss eine bessere Formel geben, sonst gäbe es keine jungen Multimillionäre in ihren 20ern und 30ern, richtig? Und naja, sie ist recht einfach. 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Ich finde es echt eine gute Mischung aus Education und Meme. Wer bestimmt die Probleme? Die Gesellschaft, wir alle, der gesamte Markt quasi. Das heißt, je mehr Leute dieses Problem haben, desto größer ist auch der Wert, dieses zu lösen. Um viel Geld zu verdienen, musst du also viele Probleme lösen und möglichst vielen Leuten helfen. Und jedes erfolgreiche Unternehmen löst ein gewisses Problem. Porsche zum Beispiel baut schnelle Autos, Aldi bietet günstige Lebensmittel an, Apple baut gute Handys, auf Amazon kannst du alles kaufen und die über Nacht liefern lassen. Telefonica Deutschland hat ein schlechtes Netz, aber dafür mehr als 7% Dividende. Warum verdient jetzt der DAX-Manager mehr als die Putzkraft? Ganz einfach, weil der DAX-Manager ein größeres Problem löst als die Putzkraft und damit indirekt mehr Menschen hilft. Ja, das würde ich so jetzt nicht sehen, also... Das ist auch eine Angebot-Nachfrage-Frage, ne? Also Menschen, die bereit sind, halt Putzkraftarbeit zu machen, gibt es halt mehr oder die dieses Qualifikationslevel erfüllen als jetzt zum DAX-Vorstand. Da ist die Selektion halt einfach größer, ne? Ob das Problem größer ist, ich weiß nicht, ob das eine Problemfrage ist. Also ich glaube, wenn wir im Müll ersticken würden, also weil zum Beispiel keine Reinigungskräfte mehr unterwegs sind und so weiter, dann ist das ein größeres Problem als wo kriege ich mein nächstes iPhone her oder gibt es das iPhone? Dann ist auf einmal die Problematik eine andere, aber die Frage ist eigentlich eher so eine Marktbewertung, ne? Also was trifft auf einen größeren Markt mit einer größeren Kaufbereitschaft? Ja, wir würden jetzt nicht so viel bereit auszugeben für Sauberkeit, weil es halt einfach ein größeres Angebot in der Sauberkeit gibt, also Putzkräfte beispielsweise, als Unternehmen, die iPhones produzieren, ja. Müll, warst du mal in Neapel? Genau, das ist nämlich das Problem, ja. Also streikende Müllentsorgungsmitarbeiter ist ein echtes Problem. Da kümmert man sich nicht mehr um das iPhone, wenn die Ratten durch die Straßen ziehen, ja. Aber ich weiß nicht, ob man das so leicht pauschalisieren kann. Das ist nicht wirklich nur die Problemlösung, weil ein Problem ist ja auch immer eine subjektive Empfindung. Ist ja nicht nur objektiv. Ja, grundsätzlich, klar, diese Unterschiede sind natürlich marktgegeben, ja. Wenn die beiden ihre Jobs tauschen würden, könnte der Manager ohne Probleme putzen, weil es eine sehr einfache Aufgabe ist, die jeder schnell erlernen kann. Ein internationales Unternehmen mit zehntausenden Mitarbeitern führen, ist ohne jahrelange Erfahrung und Top-Ausbildung fast unmöglich. Das sind aber die Gründe oder das sind die Argumente und weniger so... Jetzt mal rein aufs Problem runtergebrochen. Also ist eher so, was ich jetzt schon sagte, ne? So eine Angebotsfrage. Wie viele Leute gibt es, die das machen können? Das heißt, das Problem Putzen können viele lösen. Dementsprechend wird es niedrig entlohnt. Das Problem DAX-Konzern erfolgreich führen, vielleicht eine Handvoll in Deutschland. Dementsprechend wird der Job sehr, sehr gut entlohnt. Ihr merkt aber vielleicht, dass der DAX-Manager immer noch Angestellter ist und nach Zeit bezahlt wird. Klar, er hat auch einen Bonus und Aktienoptionen, aber er ist de facto noch kein richtiger Unternehmer. Die reichsten Menschen der Welt sind alle Unternehmer. Das heißt, sie haben Systeme geschaffen, die automatisch laufen, also quasi ohne ihr direktes Eingreifen Probleme lösen. Das heißt, wenn du extrem schnell extrem reich werden willst, solltest du nicht in der 40 Stunden oder bei den meisten von euch wahrscheinlich eher 80 Stunden festangestellten Mühle hängen bleiben, um dann mit vielleicht 50 CEO von einem Laden zu werden. Halt in deinem Alltag Ausschau nach Problemen und wenn du Lösungen dafür findest, versuch sie unternehmerisch zu verkaufen oder dich von Steuergeldern dafür bezahlen zu lassen. Interessantes Video. Gut, Kernaussage, muss ins Unternehmertum gehen, um reich zu sein. Ja, ich meine, du kannst es auch außerhalb des Unternehmens. Also ich würde nicht das als absolute Wahrheit nehmen und sagen, ja, du musst absolut ein Unternehmen gründen. Du kannst auch als Partner in der Kanzlei oder auch mit einer soliden Angestelltenkarriere. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, die direkt mit der Ausbildung angefangen hat, Geld auf die Seite zu legen und hat jetzt ein mehr als sechsstelliges Depot, also mehr als 100.000 Euro im Depot drin. Und das einfach nur durch Sparsamkeit mit einer anständigen Sparquote und so weiter. Klar, du bist ja nicht Multimillionär damit, ja? Also im Sinne von 30 Millionen oder so. Aber ich glaube auch nicht, dass das das Ziel von jedem ist, ne? Also ich fand dieses Interview ziemlich inspirierend, kommt nächste Woche auf unserem Kanal ab Mittwoch. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.